Herzlich willkommen zum Talk im Autohaus. Heute zu Gast sind Ricarda und Günter Groß aus Diepoldiswalde. Ricarda Groß wurde am 31.12.1948 geboren. Die Dorfheinerin erlernte nach der Schule den Beruf Industriekauffrau beim VEB Eldorado Dorfheim. Später studierte sie Datenverarbeitung in Dresden. Günter Groß wurde am 20. November 1938 geboren. Er stammt aus Großsedlitz. Seit 1975 war Dr. Groß Leiter des Lohgerber Stadt- und Kreismuseums Diepoldiswalde. Ricarda und Günter Groß haben zwei Kinder. Ja, liebe Zuschauer, der Tee dampft in der Tasse. Das Weihnachtsgebäck, Lebkuchen stehen auf dem Tisch. Ein untrügliches Zeichen, dass wir mitten in der Advents- und Weihnachtszeit sind. Und für diesen letzten Talk hier im Autohaus habe ich mir Familie Groß eingeladen. Ricarda und Dr. Günter Groß, die beiden muss man wohl Dipsern nicht vorstellen, jedenfalls gebürtigen Dipsern, da sie ja viele, viele Jahre mit der Stadt und vor allem natürlich mit dem Lohgerber Stadt- und Kreismuseum in Verbindung stehen, heute noch. Dr. Groß, Sie haben das Museum quasi aus den Kinderschuhen gehoben, da kommen wir gleich dazu. Ich will noch mal kurz an Weihnachten anknüpfen. Was bedeutet denn für Sie beide Weihnachten? Tja, Weihnachten ist oder, einfach... Oder wie feiern Sie Weihnachten? Wir feiern es in Familie, wie das so üblich ist. Und da kommen viele Erinnerungen aus der Kindheit. Da gehört der Christbaum dazu, da gehört der Gang in die Kirche dazu. Und dann das Zusammensein und dann auch sicher immer ein Buch unter dem Weihnachtstisch, weil wir alle beide gerne lesen. Also kommen die Kinder zu Ihnen? In der Regel ja. Ich bin ja, wir haben ja ein Vorgespräch geführt bei Ihnen in der Wohnung, natürlich voll gepackt mit vielen Erinnerungen in Ihrem Arbeitszimmer. Und eins, was mich da wirklich gefragt hat, wie kommt denn in so eine Wohnung ein Klavier? Bei diesen Türen. Das war ein schwieriges Unternehmen. Das kann ich jetzt gar nicht so genau beschreiben. Auf jeden Fall haben die Klavierträger gesagt, hier holen wir das Klavier nicht wieder ab. Nur aus dem Fenster. Aber es ist hochgekommen und darüber war ich sehr, sehr glücklich. Ja. Also, Talk im Dezember. Dr. Groß, wo wir uns vor kurzem unterhalten haben, hatten Sie so wunderschön innerhalb, ich weiß nicht, es war nicht mal eine Minute, Ihren Werdegang zusammengefasst, bis Sie Museumsdirektor in Diepoldiswalde wurden. Haben Sie das nochmal parat? Naja, ich habe erst einen Handwerksberuf gelernt, weil mein Großvater in Dohna Tapeziermeister war und eine Polsterwerkstatt hatte. Und ich hatte aber in Pirna an der Abendoberschule auch das Abitur abgelegt. Ich habe dann einen Ingenieur gemacht, in der Polstermöbelindustrie gearbeitet, weil ich ja Polster gelernt hatte. Dabei nebenbei als im Fernstudium an der TU nochmal Diplom-Ingenieur Ökonom gemacht. Und das war sehr anstrengend neben der Beschäftigung. Ich war auch viele Jahre technischer Leiter. Dass 1972 ein Gesundheitszustand eingetreten wäre, der mir einen Krankenhausaufenthalt in Kreischau bescherte. Und da haben wir uns dann abgesprochen, dass wir eine andere Aufgabe übernehmen wollen. Da war zunächst Schloss Launstein angeboten worden vom damaligen Bürgermeister Grödel in Launstein. Aber es ergab sich dann, die Stadt und der Rat des Kreises wollten, dass ich Diepoldiswalde übernehme und vom Nullpunkt an aufbaue. Ja, aber wie haben denn die gewusst oder wie sind die auf Sie gekommen, dass man ein Museum leiten kann als Ingenieur in der Holztechnik? Ich hatte mich immer schon für Denkmalspflege interessiert. Bereits 1972 haben wir ein altes, unter Denkmalschutz stehendes Bauernhaus in Fürstenau gekauft. Und unser Brötchen haben wir in Launstein gekauft und die Bäckersfrau war ehrenamtliches Ratsmitglied in Launstein. Und mit ihr hatte ich über das Problem gesprochen und da hatte sie gesagt, sie können sofort bei uns im Schloss anfangen, wir suchen Museumssache für das Schloss Launstein. Und da war schon bei Herrn Grödel, der wollte einen Arbeitsvertrag unterschreiben, aber die Frau Schröder, die war damals Leiterin des Kulturamtes beim Rat des Kreises und der Herr Dimmern war Bürgermeister in Diepoldiswalde, die haben gesagt, das wäre viel besser, wenn ich hier in Diepoldiswalde das Lohgerber Museum in Angriff nehme. Waren Sie damals auch schon mit involviert? Hat Ihr Mann auch gesagt, das wird mal was für uns beide? Anfänglich hatten wir gedacht, wir beide suchen uns was, aber es hat sich dann so ergeben, wir wollten ja auch Kinder haben und das ging dann auch gerade los und ich habe erstmal in dem Beruf, wo ich gelernt habe, also im Blastmaschinenwerk als Programmierer gearbeitet, ja und dann, das Auge war schon im Dips im Museum mit. Also war das auch so eine, kann man sagen, eine Lebensaufgabe, die Sie sich da vorgenommen haben? Hat man das so schon
gewusst? Es gab Leute, dazu gehörte auch mein Schwiegervater, die kein großes Verständnis für diesen Schritt hatten. Ja. Denn in der Industrie hatte einen Dienstwagen und Mitarbeiter und so weiter und so fort. Und in Dippoldeswalde stand nicht mal ein Telefon zunächst zur Verfügung. Das war ja zu DDR-Zeiten schwer zu beschaffen. Aber 1968 hatte Dippoldeswalde die 750er-Feier begangen. Die hatten aber kein Museum. In der Schule wurde eine Sonderausstellung mit Leihgaben gestaltet, die dann wieder abgebaut wurde. Und viele Dippoldeswalder Bürger wünschten sich ein Museum. Dazu gehörte Max Hähnel, Kurt Anders, Kurt Ulrich, Helmut Zönschen, die Frau Günther, Herr Oettinger, der oben den Laden am Obertorplatz besessen hat. Ja. Die älteren Leute kennen die Leute alle noch. Und so ergab sich, dass 1974 ein gemeinsamer Beschluss vom Rat des Kreises und Rat der Stadt zum Aufbau eines Museums in Dippoldeswalde beschlossen wurde. Und alle anderen Kreisstädte in der Umgebung hatten große, schöne Museen, Freiberg, Freital, Meißen, Bautzen, Birna. Und mir war das klar, wenn, dann nie eine Heimatstube für Dippoldeswalde, sondern ein Museum, was ebenbürtig wird mit den anderen Museen in den Kreisstädten. Und dann hat man sich entschieden für dieses Gebäude, die Zuschauer sehen es jetzt schon eingeblendet, das ist jetzt der Zustand, wie Sie es 1974 vorgefunden haben? Ja, das Haus war voller Mieter. Es wurde von der Wohnungsverwaltung bewirtschaftet, weil das Haus gehörte damals einer Erbengemeinschaft. Mhm. Die Stadt Dippoldeswalde hat das Haus damals, also 1975, gekauft. Aber die Wohnungsverwaltung hatte schon, weil das Haus in einem furchtbaren Bauzustand war, Ziegel beschafft, die stehen hier auf dem Bild vor dem Haus. Das waren einfache Biberschwänze, die vorher waren die auch auf dem Dach, aber die waren in einer anderen Qualität. Die Denkmalspflege wollte Klosterbiber drauf haben. Die sind also größer und passend für das historische Denkmal, was ja unter Denkmalschutz stand und steht, viel besser. Und Professor Nadler, damaliger Direktor des Instituts für Denkmalspflege in Dresden, fuhr mit mir nach Meißen. Dort war die einzige Ziegelei im Revier, was Klosterbiber herstellte, und die exportierten die vorwiegend, die waren vorwiegend für den Export bestimmt. Und der Professor kriegte das dorthin, dass wir etwa 38.000 aus dieser Ziegelei bekamen. Es lief ja alles über Bilanzen, sodass die Ziegel, die hier vom Haus standen, wieder abtransportiert werden mussten, weil die nicht der denkmalspflegerischen Zielstellung entsprachen. Und dazu kann man nur noch viel sagen, ich fasse mich kurz, alle Fenster mussten erneuert werden. Nicht jeder kann das. Und der Tischlermeister Heinrich sagte, ich würde dir das machen, aber du brauchst eine Bilanz dazu. Die kriegte ich nie, weil Bilanzen in der Größenordnung gab es nur für Maßnahmen, die Verteidigungscharakter hatten oder Exportbetriebe. Und er sagte, wenn du 1.000 Euro bringst, dann kann ich auf deiner Baustelle arbeiten, dann arbeite ich dir für 10.000 Euro neue Fenster ein. Und so ist das gekommen. Aber mit den Fenstern alleine war es nie getan. Da gehörten historische Beschläge dazu, Bandstützen, Rabenau. BGH Metallverarbeitung hat uns die ganzen historischen Beschläge gemacht. Dann mussten die historischen Beschläge an die Fenster dran. Brauchte man schmiedeeiserne Nägel. Keiner hatte sie. Der Schmied Hamann, hochbedacht damals in Elsa, sagte, mache ich dir, wie viel brauchst du nicht? Ich sage, erst mal 30, okay. Dann brauchte ich aber immer wieder 50 und 70. Wenn ich hinkam, sagte er, hast du wieder einen Strafenarbeitsauftrag für mich? So ist das entstanden. Alles Geschichte, ja, aber... Also Sie waren zwar Museumsdirektor, aber doch mehr Bau. Manager. Ich war zugleich auch sozusagen Bauleiter, und das war ganz wichtig, weil ich mich voll dieser Aufgabe eben widmen konnte. Ja. Und mit Unterstützung des Instituts für Denkmalspflege war dort viel zu erreichen, was sagen wir sich heute vielleicht als selbstverständlich angesehen wird. Aber ein paar Jahre später stand das Haus da, neu gedeckt mit neuen Fenstern, teilweise neuen Türen, neue Fassade, neuer Fahrbahnstrich. Ja. Es war in der Trockenklasse alles noch so, wie es früher war. Ein paar Bilder so wie im Hinterhof aussah. Also war schon in einem traurigen Zustand. Ne? Die Mieter wollten eigentlich nicht ausziehen, die wollten nur, dass das Haus saniert wird, weil die hatten, wenn es regnete, Schüsseln in ihren Zimmern stehen im Obergeschoss, weil es reinregnet, ganz einfach, so war das. Also hier zum Beispiel so ein Bild, ne? Das ist jetzt die Fassade. Ja. Und da haben Leute drin gewohnt. Nein, das ist das Werkstattgebäude der Gerberei. Und das war in einem ganz desolaten Zustand. Ja. Und wenn das nie gerettet worden wäre, wäre es heute nicht mehr da. Ja. Und da würde in Europa dieses einmalige Gerber-Museum fehlen. Genau. Bevor wir weitermachen, also ich lade Sie ein, trinken Sie einen Schluck Tee, erholen Sie sich. Wir haben Weihnachtszeit. Wir müssen hier nicht im Galopp durch die Sendung pirschen. Essen Sie etwas Schönes. So. Ja, und dann habe ich gelesen,
wo dann das Museum fertig war, ging das ja schon 1975 mit der ersten Ausstellung los? Das Museum, die Fertigstellung hat viele Jahre gedauert. Ja, ja. So. Aber der erste Raum war dann wohl fertig? Wie gesagt, die Obergeschosse waren alle vermietet, ja. Und im Erdgeschoss die Lederkammer war frei. Und dort, also wir haben damit begonnen, das Haus außen zu sanieren, dass es nicht weiter verfällt. Und innen haben wir angefangen, in den Räumen, die frei waren. Und ich habe also im April 1974 habe ich ehrenamtlich angefangen, 75 im April hauptamtlich. Hm. Und 76 im Frühling haben wir die erste Ausstellung in der Lederkammer gemacht. Künstler des Kreises stellen aus. Das war damals Friedrich Masche, Richard Busch, der Herr Wünsch, das Ehepaar Losnitzer. Und diese Ausstellung war sofort gut besucht. Kamen also 800 Leute für den Start war das gut. Und dann mit Herrn Oppelt hatte ich guten Kontakt. Da war Kunsterzieher an der Schule, der bot mir eine Kinderzeichnungsausstellung an. Da haben wir eine Kinderzeichnungsausstellung gemacht, Galerie der Freundschaft. Ich habe gesagt, du kannst alles bringen, was die Kinder zeichnen und malen, aber bitte keine Panzer, weil ich im Krieg aufgewachsen bin. Und daran hat er sich auch gehalten. Das hat er später in einem Vortrag auch nochmal wiederholt, dass er meinen Wunsch zu DDR-Zeiten erfüllt hat. Keine Panzer, keine von Kindern gezeichneten Panzer in der Ausstellung. Danach kam Kurt Werner und dann kam die erste Weihnachtsausstellung. Wir haben dieses Jahr die 41. Weihnachtsausstellung. Die hatte natürlich einen viel anderen Charakter als heute. Es waren ein paar Leihgaben, die wir da gezeigt haben in der Lederkammer. Mhm. Aber die hatte sofort 1000 Besucher, reichlich 1000 Besucher. Mhm. Und das waren die ersten vier Ausstellungen im ersten Jahr mit über 2000 Besuchern. Also Sie mussten ja, denke ich mal, wenn Sie so ein Museum aufbauen, auch ein Konzept haben, wissen, wo die Reise hingeht, wo der Zug hinfährt. Was war denn so Ihr Hauptaugenmerk? Wo wollten Sie denn dieses Museum etablieren? Denn ich habe auch gelesen, dass man Sie belächelt hat, so nah an Dresden eine Kunstsammlung oder eine Ausstellung zu organisieren, die scheinbar, wo einige dachten, das hat nie einen Erfolg. Also ich muss eins sagen, mir hat niemand Vorschriften gemacht. Mhm. Und es hat Leute gegeben, die haben gesagt, Herr Kraus, Sie geben sich bestimmt Mühe, aber wenn wir bisher ein Museum wollten, sind wir nach Dresden gefahren. Und da habe ich gesagt, Sie müssen auch weiter nach Dresden fahren, denn das, was Dresden zeigt, zeigen wir in Diepoldeswalde nie. Aber das, was in Diepoldeswalde zu sehen ist, werden Sie in Dresden nie finden. Mhm. Dazu war also das einmalige Lohgerber-Museum, was also einmalig in Europa ist, diese einmalige historische Lohgerber-Werkstatt. Dann Lohgerber Stadt- und Kreismuseum. Natürlich muss die Stadtgeschichte von Diepoldeswalde endlich mal in einem Museum dargestellt werden. Und es ist ein Regionalgeschichtsmuseum, also Arbeits- und Lebensweise des Osterzgebirges, teilweise wiedergespiegelt auch in der bildenden Kunst und in der Volkskunst. Mhm. Und diese Konzeption ist praktisch bezeichnend für die Sammlung, die wir heute haben, und wird auch von der Bevölkerung angenommen. Mhm. Frau Groß, wo kamen Sie dann dazu? Ja, ich kam dann 79 ins Museum und habe dann bis zu meiner Rente 2013 hier gearbeitet. Man sieht Sie aber immer noch im Museum? Ja. Das lässt nicht los, oder? Nein, da gibt es noch kleine Aufgaben, die man zu erfüllen hat, und dann gibt es auch viele Dinge, die man auch gern macht. Mhm. Da, und wo man sich auch sehr gut auskennt noch. Ist ja klar, wenn man so lange gearbeitet hat, ob das die Archive sind, die Bibliothek und so weiter. Also Sie sind quasi ein alter Hase, der auch mal gern gefragt wird, wenn irgendwas gesucht wird. Genau, so kann man es sagen. Ich bin sogar eine geborene Hase. Ich das wieder gewusst habe. Wie lange sind Sie verheiratet, wenn ich fragen darf? 1969 geheiratet, aber dieses Jahr Silvester werden es 50 Jahre, dass wir uns kennen. Ach so, 50 Jahre und dann? Wir haben uns Silvester 1966 in Rehefeld kennengelernt. In Rehefeld? Ja. Aber Sie sind ja kein Dipser, ne? Meine Frau stammt aus Dorfhain, ja? Ich stamme aus Donau. Ja. Wir haben uns in der Mitte in Rehefeld kennengelernt. Und sind jetzt in Dips schon seit vielen, vielen Jahren? Fast 20. Fast 20 Jahren, ja. Beheimatet. Vorher Rabenau, ja. Über 30 Jahre. Mhm. Ja. Wollen wir noch mal zur Weihnachtsausstellung kommen? Das ist ja nun mal immer so das Highlight des Jahres. Auch wir von FBM berichten ja auch immer, gibt es einen kleinen Beitrag. Sehr schön. Da gibt es ja so viele Exponate, obwohl viele im Jahr immer wieder gleich dastehen. Bezaubern die immer wieder. Ich sage nur Weihnachtsberg. Ne, dieser Berg, der scheinbar da Dips darstellt. Und der ist ja, das habe ich auch erfahren im Vorgespräch, Herr Groß, das war ja Ihre Idee eigentlich, diesen Berg anfertigen zu lassen. Die Volkskunst des Osterzgebirges oder des Erzgebirges generell ist eine mit der Region eng verbundene Tradition. Und jemand, der an der Ostsee geboren ist oder im Rheinland, hat oft nicht die Bindung dazu, genauso wie wir sagen, Bayern, herrliche Volkskunst, aber die Bindung, wie die dort geborenen, haben wir auch nicht ganz. Mhm. Aber das ist ja, die Volkskunst des Erzgebirges ist ja keine Sache, die von irgendeinem
Management ausgedacht wurde, um die Region attraktiv zu machen, die ist ja organisch gewachsen. Mhm. Da haben Leute früher ihr Geld damit verdient in Heimarbeit, teils schlecht bezahlt. Und die ganzen Figuren und die Traditionen hängen ja mit dem Arbeitsleben der Menschen hier in der Region zusammen. Und von Anfang an habe ich zunächst erstmal mit den Figuren, Traditionsfiguren des Erzgebirges und des Schwibbögen und so weiter, mit der Sammlung begonnen. Aber die, so wie wir mehr Ausstellungsräume im Schloss kriegten, im Museum kriegten, so war auch mehr Platz da, hat sich das dann immer mehr erweitert und es waren auch viele Leihgaben dabei. Und mein Wunsch war immer, dass das Museum Diepoldiswalde einen eigenen Weihnachtsberg hat, in der sich auch Diepoldiswalde widerspiegelt. Und mehr oder weniger durch einen Zufall haben wir dann Rolf Steinbach kennengelernt. Er stammt aus Weixdorf bei Dresden, ist ein ausgesprochen guter Männemacher. Und das ist eine Art Auftragswerk dann geworden. Er hatte eine Försterei gebaut und da habe ich dann gesagt, können wir das nicht weitermachen? Und wie soll er denn werden? Da haben wir uns dann drüber unterhalten. Und da hat er dann gebaut. Und als er fertig war, hat man, oder nicht bloß einer, haben mehrere zu mir gesagt, wir hatten den gebaut, ich sage, Rolf Steinbach. Wie viele Leute hatten da beschäftigt? So, das ist ein Einzelschaffender, der macht das alleine. Mhm. Und das ist schon, also er macht das sehr gut und da hat er wirklich ein Werk für die, ist ja auch jedes Jahr in der Ausstellung. Ja. Da kann dann auch in 100 Jahren noch seine Freude dran haben. Mhm. Also es gibt ja auch viele Exponate und ein Exponat ist dieses. Sie haben ein paar von diesen Bögen mitgebracht, die ja auch auf Ihren Gedanken gut gewachsen sind. Sie hatten mir auch so eine schöne Geschichte erzählt. Um den Druck dieser Bögen oder um die Veröffentlichung. Können Sie die nochmal erzählen? Einen kleinen Schritt vorher noch. Ja. In unseren Ausstellungen zeigten wir die Volkskunst des Erzgebirges. Zu DDR-Zeiten war die ja knapp, weil wir die meistens als Geschenk zu Weihnachten nach Westdeutschland geschickt haben. Mhm. Und die Leute sagten dann, es sind wunderschöne Ausstellungen, wo kriegt man denn das zu kaufen? Und ich könnte natürlich auch sagen, Sie können bei dem Volkskünstler dort fragen, aber die machten bloß dein Sein. Und dann kam ich auf die Idee, einmal, weil wir, die Tochter war 74 geboren, dann kleine Kinder auch hatten, zum einen die Kinder mit der Tradition des Erzgebirges von Anfang an eng in Verbindung zu bringen und zum anderen den Leuten die Möglichkeit zu geben, sich selbst etwas zu basteln. Mhm. Und die einfachste Sache war 1978, der nächste war der Räuschermann, und da geht es darum, dass die Kinder mit der Schere lernen, auf der Linie lang zu schneiden. Ja. Das ist also für die kleinen Kinder. Ja. Ausmalen, hinterher knicken, steht er da, können sie einen Opa oder Oma zu Weihnachten schenken. Und das war der erste, der Räuschermann. Das war der erste 1978. Es folgte der Bergmann 1979 und dann kam der Engel, der Leuchterengel. Ja, dasselbe Prinzip im Jahr. Ja. Ja. Und ich kriegte den Anruf aus Dresden von der Druckgenehmigungsstelle. Das war genehmigt worden, ja. Aber die hatten sich das wahrscheinlich nie richtig angeguckt. Und als ich da hinkam, wurde das hochgehalten, wurde gesagt, wird das in Ihrem Museum in Diepoldiswalde verkauft? Am Start natürlich, ja. Und da haben die gesagt, wieso? Das ist ein kirchliches Motiv, das gehört nicht in eine staatliche Einrichtung der DDR. Und da habe ich gedacht, ja, ich habe aber noch etliche hundert. Nein, die werden nicht mehr verkauft. Und da bin ich dann raus und habe mich dann mit Fachkollegen interessiert, unterhalten darüber. Und dann bin ich ein paar Wochen später nochmal hin und habe gesagt, das ist im Prinzip die Frau des Proletariers Bergmann in der Volkskunst. Und da fehlt doch, und da hat sie gesagt, wie viel haben sie denn noch? Und da habe ich gesagt, ein paar hundert. Ja, die verkaufen sie noch, aber neue werden nicht gedruckt. Und im nächsten Jahr habe ich auf die Druckgenehmigung einfach bloß geschrieben, Ausschneidebögen und nicht mehr Engel. Mhm. Und da funktionierte das bis 1989 und weiter. Die liegen heute auch wieder im Museum und können dort gekauft werden. Also man muss schon ein bisschen schlitzohrig sein, auch in der damaligen Zeit. Ne? Ja, ja. Und vieles war möglich, aber man muss es nur richtig formulieren. Es war kein Heldenmut, aber ich hatte eine Möglichkeit gefunden, dass das weiterging. Mhm. Und dann gibt es die anderen noch, wenn wir die noch mal kurz... Ja. Die sind dann, ich will mal sagen, ein kleines bisschen anspruchsvoller. Hier muss also alles, was weiß ist, ausgeschnitten werden, mit Transparentpapier hinterklebt und dann ins Fenster als Leuchtbild. Ging sehr gut und es gab viele Leute, die sehr geschickt sind, die daraus dann Ampeln machten. Und wenn man ins Museum zur Weihnachtsausstellung geht, da findet man dann auch an der Decke Ampeln hängen als Laubsägearbeit. Und es ging dann weiter, es wurden Ausschneidebögen für Schwibbögen hergestellt und dann Miniaturen, die Bauernstube in der Streichholzschachtel. Und also es sind, ich weiß nicht, ich glaube 15 verschiedene Sachen. Ich habe die immer mir ausgedacht, mit Bleistift vorgezeichnet. Und ich will jetzt auch mal an Fedor Otto erinnern. Es war ein Gestalter und Werbegestalter, er arbeitete bei der HU Werbeabteilung. Und er hat mir dann die Reinzeichnung für die Druckvorlage gemacht. Leider ist er sehr zeitig gestorben und er hat im Museum auch in dieser hervorragenden Schrift die Beschriftung der Exponate vorgenommen. Also kann man nur den Leuten empfehlen, die Weihnachtsausstellung läuft ja gerade. Also wer in Weihnachtsstimmung kommen möchte,
der sollte doch ins Logerber Stadt- und Kreismuseum gehen, dort die Weihnachtsausstellung und natürlich auch die anderen Exponate zur Stadtgeschichte, zur Logerberei anschauen. Wie gesagt, wir haben ja gerade ein Filmchen gemacht. Wie sehen Sie denn beide die Zukunft des Dipser Museums? Es muss viel getan werden, das ist ja mittlerweile bekannt. Die Zeit hat auch genagt wieder, damals gab es andere Vorschriften. Sehen Sie das positiv, wie es weitergehen wird? Also ich bin generell ein Optimist und eine Stadt kann nicht so ein großartiges Museum, was einmalig ist in Europa, fallen lassen und Beschlüsse gibt es. Als erstes muss das Dach mal wieder in Ordnung gebracht werden, dann platzen die Magazine aus dem Nähten. Es braucht unbedingt ein neues Gebäude, wo die Exponate, die wertvollen Exponate gut untergebracht werden. Und zum anderen bin ich immer noch der großen Hoffnung, dass die Stadträte sich nochmal überlegen, ob sie die Entscheidung verändern, dass unsere großartige, einmalige Kunstsammlung, die im Schloss untergebracht ist, dass das dort bleiben kann und dass die Bergbauausstellung irgendwo eine andere Möglichkeit bekommt, untergebracht zu werden. Ich meine, es ist ja natürlich auch ein bisschen ein Lebenswerk von Ihnen beiden, ne? was da steht. Praktisch naja, von Kindes. Ja, schon, aber wenn zum gerade bei den Künstlern, Kurt Querner, Erich Fraß, das sind ja bekannte Künstler, die mit ihren Werken auch in Kunstsammlungen in Dresden vertreten sind. Ja. Und wenn ich denen gesagt habe, in Diepoldiswalde wird eine große Sammlung mit regionaler Kunst aufgebaut und die wird dann im Schloss in Diepoldiswalde ausgestellt, dann haben die uns das größtenteils geschenkt in dieser Hoffnung. Und ich muss sagen, diese Sammlung gibt es zwischen Freiberg und Pirna und zwischen Dresden und Altenberg nur einmal, und zwar in Diepoldiswalde. Und das ist die Kunst des vergangenen Jahrhunderts zum Thema Mensch und Landschaft des Osterzgebirges. Und mit jedem Jahrzehnt wird die Kunst interessanter, weil sie auch Dokumentationswert hat. Ja. Und das wird in 100 Jahren mal die alten Meister des Osterzgebirges werden das mal sein. Ja? Und also das ist, darf man nicht unterschätzen, den Wert dieser Sammlung. Ja, also man hofft immer, dass dann auch das politisch dann diesen Stellenwert bekommt. Denn es liegt ja heute, wir sind ja in einer Zeit, die ändert sich wohl auch von der DDR-Zeit kaum, es liegt vieles am Geld. Ja, also da hat sich nicht viel geändert. Hoffen wir, dass es gut ausgeht, dass das Dipser Museum eine Geschichte hat, die auch weitergeht. Wie gesagt, wie Sie schon sagten, für die nächsten 100 Jahre mindestens. Wollen wir nochmal auf Sie beide zu sprechen kommen. Sie sind ja jetzt im Ruhestand oder im Unruhestand, wie auch immer man das nennen mag, denn Sie sind ja auch, Sie schreiben ja auch Bücher. Also, Herr Groß, Sie haben die Dipser Stadtchronik von 1900 bis 2000, also vervollständigt? Unter meiner Leitung, ich habe sie geschrieben, aber nicht allein. Ich hatte zwei ABM-Stellen dazu, die Frau Eichentopf und den Herrn Schulze. Und bis zum Beginn des vergangenen Jahrhunderts war sie geschrieben von Knebel. Und es war inzwischen so viel Zeit vergangen, so viel Wichtiges passiert und auch Zeitzeugen starben. Hm. Und da fand ich das für wichtig, dass das mal bis zum Jahr 2000 aufgearbeitet wird. Wer schreibt sie jetzt? Da müssen Sie mit dem Museum drüber sprechen. Ich glaube, Sie haben jemanden, der zumindest erstmal Zeitungsartikel sammelt. Mehr will ich dazu nicht sagen. Ich denke, dass es auch da wieder weitergeht. Ja. Wissen Sie es, Frau Groß? Nein, also auch nicht mehr. Ja. Ja. So, und dann habe ich hier noch ein Buch zur Geschichte der Gerberei in Sachsen von Günter Groß. Also das ist ja nun, sagen wir mal, ein Steckenpferd, kann man fast schon ein Steckenpferd sagen. Sie fahren ja auch durch ganz Europa. Sind gefahren, um sich halt dort mit der Gerberei zu beschäftigen. Warum denn gerade dieses Thema? Ist das durch das Museum so gekommen? Als ich 1974 zunächst ehrenamtlich und dann 75 hauptamtlich im Museum anfing, hatten wir viel Kontakte, wie schon gesagt, zur Denkmalspflege und zur TU Dresden. Da gibt es eine Sektion, die heißt Geschichte der Architektur und wurde von Professor Milde geleitet. Und Professor Milde sagte damals sofort zu mir, Herr Groß, wenn die Sache fertig ist, das wird als Logerber Museum einmalig in Europa sein. Er war ja Fachmann auf dem Gebiet auch, ja. Mhm. Und da war mir klar, wenn wir in Diepoldiswalde ein Museum, was einmalig in Europa ist, aufbauen, da kann man nicht bloß ein paar alte Werkzeuge hinhängen. Da muss man auch Hintergrundinformationen haben und wissen, wie in Europa das Gerb, die Szene da aussieht, ja. Mhm. Und zu DDR-Zeiten sind wir also kreuz und quer durch die DDR gefahren und habe die alten Gerbereien dokumentiert, aber auch die Lederfabriken. Und dann kam die Wende. Und da kriegten wir sofort vor Unterstützung vom Verband der deutschen Lederindustrie, die sitzt in Frankfurt am Main. Und dann haben wir Gerbereien in Schweden, Dänemark, Belgien, Holland, Frankreich, Spanien, Italien, Österreich besucht. Und da sind die Dokumentationsbände entstanden. Ja. Und dadurch sind wir auch, wie soll ich mal sagen, fachlich in der Lage, wirklich als einmaliges Museum dieser Art
wissenschaftliche Arbeit nachweisen zu können. Mhm. Und jetzt haben wir wieder mal das Problem Geld. wir haben in Sachsen Gott sei Dank diese wunderbare Sache mit dem Kulturraumgesetz, wo die Museen finanziell unterstützt werden können. Aber nur die Museen, die mindestens regionale Bedeutung haben oder überregionale Bedeutung. Mhm. Und diese Dinge, die wir da so mitgemacht haben, immer, die sind eben mit überregionaler Bedeutung verbunden. So, liebe Familie Groß, die Sie hier sitzen, ich gucke völlig fassungslos auf die Uhr. Ja, wir sind fast durch. Eine halbe Stunde ist wie im Fluge vergangen. Sie haben viel zu erzählen. Weihnachtszeit, Zeit der Wünsche, Zeit der Träume. Sie wissen ja meine letzte Frage immer, wenn ich Ihnen drei Wünsche erfüllen könnte als gute Fee, welche hätten Sie denn an mich? Tja, als erstes, wie ich es bei vielen gehört habe, die Gesundheit, die ist ganz wichtig, dass wir so wunderbar zusammen weiterleben können. Auch. Und unsere Kinder auch, ja. Das sind so die einfachen Wünsche, die manchmal aber doch nicht einfach sind. Ja, Günther? Ja, Gesundheit und so wie das meine Frau gesagt hat, gutes Familienleben weiterhin, Zusammenleben. Als dritten Wunsch hätte ich in den Plänen, Finanzplänen der Kommunen in unserem Land, wird Kultur als freiwillige Aufgabe bezeichnet. Und ich bin der Meinung, Kultur ist wichtig für die Gesellschaft und ist eine Pflichtaufgabe und sollte dieses Wort freiwillig eigentlich schon ein bisschen abwerten, in Zukunft etwas aufgewertet werden. Es sind alle drei sehr wichtige Wünsche. Also ich wünsche Ihnen auf jeden Fall auch Gesundheit. Bleiben Sie noch lange der Stadt erhalten. Tun Sie, was Sie tun können. Mit steigendem Alter wird es ja manchmal ein bisschen schwerer. Ja. Und ich hoffe, dass das Klavier noch lange in Ihrer Wohnung auf der Goethestraße stehen wird. Spielen Sie auch selbst? Ja, aber für mich, für den Hausgebrauch. Gut. Also vielen Dank, dass Sie da waren. Und Ihnen ein schönes Adventsfest, schöne Weihnachten und ein optimales neues Jahr 2017. Und wir, liebe Zuschauer, sind am Ende angelangt. Ich will Ihnen noch kurz sagen, das Jahr ist ja ganz schnell verflogen. Wir hatten Talkgäste, die möchte ich noch mal kurz Ihnen in Erinnerung bringen. Hier war Amtsgerichtsdirektor Dr. Joachim Thomas, der Musiker und Produzent Helmer Federowski, der Moderator Gerd Knieps, von der IG Weißeritztalbahn Ralf Kempe, Peter Bachmann, der amtierende Stützpunkttrainer Biathlon in Altenberg, der Jakobsweg-Bezwinger Rainer Dörwald, die Puppentheaterfestorganisatoren Jan Kempe und Jens Helwig, Wilfried Krüger, der Chef vom Garten- und Baumarktcenter Krüger und der Politikwissenschaftler Professor Werner Patzelt und im Dezember die Familie Groß, Ricarda und Günter Groß. Und das war auch die letzte Ausgabe vom Talk im Autohaus 2016. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Genießen Sie die besinnliche Zeit. Lassen Sie sich vom Kaufrausch nicht zu sehr beeinflussen und denken Sie eher an die wesentlichen Dinge des Lebens. Das ist nämlich Gesundheit und dass man sich in der Familie versteht, dass man sich wohlfühlt. In diesem Sinne, Ihnen alles Gute. Tschüss, Ihr Matthias Wagner. Das war Talk im Autohaus. Jeden Monat neu mit interessanten Gästen aus Politik, Kultur und Wirtschaft.